Ja, hallo meine Freunde. Ja, schon geht's weiter. Und zwar stellen wir heute mal das ASRock X99 Extrem 4 vor. Ja, auch hier bin ich der Meinung, ist es zurzeit wirklich ein Preis-Leistungssieger. Mitunter, weil der Preis einfach so reduziert worden ist von fast 260 Euro auf 200. Und dann wird für viele auch vielleicht jetzt die Möglichkeit auf die X99-Plattform zu wechseln, wenn die Preise hier so sinken. Weil 200 Euro finde ich wirklich, ist wirklich ein annehmbarer Preis, kann man dafür wirklich bezahlen, weil man hat wirklich viele, viele Möglichkeiten. Und zwar gucken wir uns einfach mal an. Das ist das Super Aioli. Und zwar haben wir hier DDR4, 8 Bänke schon. Wir haben Ultra M2, das heißt also auch die M2 SSD-Karten werden hier voll unterstützt. Das heißt, wir haben 10 x Gigabyte 6.0. Wir haben eine wunderbare Sound on Board. Wir haben SLI und auch Crossfire. Wie gesagt, also wirklich alles, was das Herz begehrt. Dann schauen wir mal, was uns so erwartet, wie der Lieferumfang aussieht. Wir haben also hier schon einmal, zweimal, jeweils zwei Stück. Wir haben vier SATA-Kabel, zweimal gerade und zweimal mit einem abgewinkelten Stecker. Ja. Vier Stück hätten vielleicht etwas mehr sein können, aber es gibt auch Hersteller, die legen weniger dabei. Dann geht's weiter. Dann haben wir hier, finde ich also sehr schön. Ich will sie gar nicht auspacken, weil ich sie gar nicht brauche im Moment. Es ist eine SLI-Brücke, aber eine feste. Das heißt, die ist wirklich fest. Die ist nicht zum Biegen wie die meisten, einfach nur so ein Band, sondern die ist wirklich hier. Nee, ich krieg sie leider nicht. Ich will sie auch nicht auseinanderschneiden. Gut, wir lassen sie drin. Eine SLI-Brücke kennt jeder, aber wie gesagt, eine feste. Nicht mit Flachbandkabel. Dann haben wir hier noch einen Stecker. Einmal SATA. Zweimal SATA. Mit einem kleinen 4-Pin-Stecker. Habe ich auch noch nicht gehabt. Heißt das, ich kann übers Board noch zwei SATA betreiben, anschließen. Müssen wir gleich mal gemeinsam schauen. Wäre ja mal was ganz Neues. Habe ich der Richtung noch nicht gehabt. Wäre aber, glaube ich, möglich, glaube ich, wie der Stecker aussieht. Müssen wir mal gucken. Zweimal SATA-Anschlüsse, also für zwei Festplatten oder zwei Laufwerke. Ja. Schauen wir uns gleich an. Dann haben wir die IO-Blende. Ist ganz normal in Metall gehalten, ganz normal, nicht gepolstert, nicht großartig. Ja, sieht sowieso kein Mensch. Wenn sie beleuchtet wäre, bei manchen Boards sind die ja mittlerweile sogar beleuchtet. Naja, nach hinten raus beleuchten. Wer es mag, muss nicht sein. Kostet alles extra Geld und die Leistung soll im Board stecken und der Preis soll im Board stecken. Gut. Ganz normale IO-Blende. Dann haben wir hier einen schönen Aufkleber, einen ASRock-Aufkleber. Ja, der darf ja nicht fehlen. Und eine CD mit den Treibern und Norton, Testversion. Ja, holt man sich aber immer aus dem Internet, glaube ich, besser die neuesten Treiber. Sonst ist man nämlich hier am Installieren und dann installiert er direkt wieder die neuen Treiber schon. Dann haben wir hier ein Handbuch. Das ist Englisch. Das ist Deutsch. Finde ich auch mal wieder sehr schön, dass man mal wieder was Deutsches lesen kann. Wir sind mittlerweile im Jahre 2016. Da darf man ruhig auch mal Deutsch lesen. Auch wenn Englisch immer noch die Hauptsprache ist. Aber oder Weltsprache ist. Ja. Finde ich also nicht verkehrt. Und hier ist schon das Kabel beschrieben, was ich gesagt habe. Auf dem Board ist ein Stecker und dann kann ich zwei Laufwerke oder zwei Festplatten mit Strom versorgen.
Ja, da habe ich doch direkt die richtige Seite aufgeschlagen. Die ist aber in Englisch noch, das ist die letzte Seite von der Englisch, also Deutsch fängt es hier an. Schauen wir mal, Plattform Audio, 7.1 Kanal Audio mit Inhaltsschutz, Realtek ALC L50 Audio Rack. Erstklassige Blu-ray Audio Unterstützung. Unterstützt Überspannschutz, Asrock Full Spike Projektion, unterstützt Puri Sound 2 und so weiter. Der LAN-Chip ist erklärt, die Speicher, das BIOS, die Jumper-Einstellungen für die Rückstellung des BIOS und so weiter. Wir können Auswahl vom BIOS, das Standard-Haupt-BIOS oder das Ausfall-BIOS. Das heißt, wir haben noch ein zweites BIOS, falls man uns mal übertakten oder irgendwas einstellen, was nicht sein sollte, hat man da die Möglichkeit, das zurückzusetzen. Dann haben wir integrierte Stiftleiste und Anschlüsse, das heißt, wir haben HDD-LED, wir haben die Power-LED, wir haben den Reset und wir haben den Power. Ja, ist eigentlich wie bei den meisten Boards. Einer bleibt frei, genau. Dann haben wir hier Betrieb LED Stiftleiste dreipolig. Bitte verbinden Sie die Betrieb LED des Gehäuses zur Anzeige des Systembetriebsstatus mit dieser Stiftleiste. Aha. Die Betriebs LED. Naja, mal soll die ja hier Power-LED, ne? Soll die, hat man da nochmal eine zweite Möglichkeit. Ist aber dreipolig, haben wir ja gar nicht. Vielleicht gibt es ja Möglichkeiten. Dann haben wir hier noch den USB 2.0 Anschluss. SATA, wie gesagt, 10 mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, fängt bei 0 an. Und 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So wäre es eigentlich richtig. Aber wir haben hier 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Aha. So, dann schauen wir mal. Diese 10 SATA 3 Anschlüsse unterstützen SATA Datenkabel für interne Speichergeräte mit einer Datenübertragungsgeschwindigkeit bis 6 Gigabits. Falls der eSATA-Port am hinteren EA angeschlossen wurde, funktioniert der interne SATA 3.3 Anschluss nicht. Bei Bestückung des Ultra M2 Sockels ist der interne S3 und 2 Port ohne Funktion. RAID wird nur an den Ports 3 bis 0, 3 bis 5 unterstützt. Aha, also auch wieder wichtig, wenn man ein RAID-System machen möchte. Dann haben wir die USB 3.0, den Audioanschluss. Dann habe ich schon im Video gesehen, da haben wir einen Molex-Anschluss an Bord. Dann steht hier also, bitte verbinden Sie ein vierpoliges Molex-Netzkabel mit diesem Anschluss, wenn mehr als 3 Grafikkarten installiert sind. Mehr als 3. Ja gut. Geht's überhaupt? Habe ich noch gar nicht geguckt. Gut, muss ja gehen, sonst wird es ja da nicht stehen. Ne? Mehr als 3. So, dann haben wir hier noch. Das Motherboard verfügt über ein CMOS-Löschtaste zum Löschen der Kostwerte. Ja, also wie gesagt, wenn man sich da mal vertan hat, kann man das löschen. Dann haben wir noch den Chipsatz. Dann kommen wir auch schon im Französischen rein. Ja, also in Deutsch ist ja das Kabel nicht erklärt. Also bei Deutsch ist hier Ende. Und in Englisch ist hier Ende. Also wie gesagt, man sieht ja hier zwei Seiten und hier können wir...
Ja, wie gesagt, das finde ich interessant. Da braucht man nicht mehr gucken, wo kriege ich noch die SATA-Kabel her für jetzt die weiteren Anschlüsse. Geht man einfach hier ans Board. Ja. Gut, ist eben nur in Englisch erklärt. In Deutsch eben nicht zum Schluss. Bei Frankreich oder Italien, mal gucken. Komisch jetzt, ne? Lassen Sie einfach eine Seite weg, oder wie? Ja, lassen Sie einfach eine Seite weg. China auch, mal gucken. Ja, wirklich nur in Englisch nochmal erklärt. Gut, aber wirklich sehr schönes Handbuch, sehr dickes Handbuch. Dann haben wir hier nochmal Software Update Guide. Ja, wird nochmal Englisch, das ist alles in Englisch. Ja, das ist komplett in Englisch. Also nochmal hier UEFI erklärt. Ich glaube so die wichtigsten Einstellungen nochmal erklärt. Network, CPU Fan Settings und so weiter. Ja, auch gut. Oh, und dann wirklich hier, schaut euch das an. Eine dreifach SLI Brücke. Auch fest, kein Kabel. Das sieht man auch selten, habe ich auch noch nicht in der Hand gehabt. Eine dreifach feste Brücke. Ja, ne, also das ist auch schon wirklich sehr schön. An Zubehör soll es das gewesen sein. Dann kommen wir zum Board. Ja, ich habe es schon gesehen. Hier ist noch eine kleine Schraube. Genau, und zwar für was? Für die M2 SSD. Jawohl. So, dann kann man den Karton mal auf Seite tun, der ist leer. Stellen wir vielleicht hinten rüber. So. Mal da hinten dazu stellen und den da oben drauf stellen. Seht ihr das überhaupt da hinten, meine Sammlung? Ist ja nur eine kleine Sammlung. Die andere steht im Keller, da hinten. Ja, ich habe mal gedacht, stellst du mal was hin, aber wenn ich jetzt hier runterfilme, sehe das sowieso nicht. Ja, ich werde auch hier das Zimmer schon so ein bisschen verändern. Demnächst größeren Tisch machen, damit ich besser präsentieren kann. Ja, und ich habe auch extra hier eine Pappe drunter gelegt für alle meine Lieben, die immer sagen, oh, ist der verrückt, der legt das auf in einem Tuch und ist nicht geerdet. Und doch, ich habe vorher mal am Heizkörper gefasst, das ist ganz klar, was ich mache. Werde es aber jetzt nochmal machen, so, damit man schön erden nochmal. So, und hier habe ich ja eine schöne Pappe. Ich werde jetzt die Tischdecke nicht mehr anfassen. Das heißt, damit ich auch hier nicht mehr statisch aufgeladen bin. So, und das Board legen wir direkt hier drauf. So, auf die Pappe und dann fassen wir die Decke nicht mehr an. So, das ist das Board. Seht ihr das schon? Ja, seht ihr das gut? Soll ich euch ein bisschen ranholen? So kann man es, glaube ich, sehen. Ja, genau. Ja, wie gesagt, wir haben hier PCI 1, 2, 3, 4 Stück. Obwohl eine Grafikkarte, zwei Grafikkarten, fällt der weg, drei Grafikkarten. Also, hier soll man einen Molex Stromanschluss drauf geben, wenn man mehr wie drei Grafikkarten anschließt. Ja. Ja, vielleicht verstehe ich was nicht. Vielleicht dürfen die dann nur ein Slot benötigen. Dann würde das wahrscheinlich gehen. Ja, und ich sehe auch schon, glaube ich, den Stromanschluss. Für den SATA, nein, sehe ich noch nicht. Habe ich noch nicht gesehen. Muss man nachher nochmal ins Heftchen reingucken. Hier oben schön versteckt. Hinter dem Kühler ist der 8-Pin-CPU-Anschluss. Dann haben wir da einen 4-Pin-Lüfter-Anschluss. Hier ein 3-Pin, da auch ein 3-Pin-Anschluss. CPU-Fan 2, CPU-Fan. Und hier haben wir PWM, C61. Kann aber nicht PWM sein, weil es ja nur 3-Pin sind.
Gut, dann haben wir hier den 224-poligen Anschluss. Dann haben wir hier den USB-3-Anschluss. Hier haben wir die 10 SATA-Anschlüsse. Dann haben wir hier nochmal einen 4-Pin-Lüfteranschluss, nochmal einen 3-Pin-Lüfteranschluss. Und hier ist der HDD-Server oder Saver. Da klebt noch was drauf. Also, das ist das gewisse Anschlussteil für den Stromanschluss. Lassen wir aber erstmal drauf. Weiß ich noch nicht, ob ich den unbedingt nutze. Mein Netzteil ist eigentlich groß genug. Hat auch, glaube ich, genug Anschlüsse. Ja, wie gesagt, hier ist der Ultra M2 Anschluss. Dann haben wir hier unten COM-Anschluss. Hier haben wir den TPMS-Anschluss. Hier haben wir den Audio-Anschluss. Wir haben zweimal USB-Frontanschluss noch dabei. Wie gesagt, 8 Bänke haben wir. Dann haben wir hier auch nochmal einen Lüfteranschluss. Dann haben wir die rückwärtigen Anschlüsse. Da haben wir hier einmal Tastatur, einmal Maus. Hier haben wir den Reset-Schalter für den COM. Dann haben wir hier 2x2 USB-2, nochmal 2x USB-2, einmal SATA, eSATA. 2x3.0 USB, nochmal 2x3.0 USB, den LAN Internet Gigabyte LAN Anschluss und Audio 7.1 Anschluss. Und hier haben wir sogar noch den, ja, sag schnell, ich komme nicht drauf, Lichtkabel, ja, auf jeden Fall, ihr wisst, was ich meine. Gut, da haben wir also wirklich reichlich. Super Soundchip haben wir drin. Ist auch schön getrennt hier, wie bei allen Boards ja eigentlich. Ja, reicht aus, glaube ich jedenfalls. Der Riesensockel, ja, da musste ich nämlich diesmal extra unterschreiben. Hab's in Köln geholt diesmal. Ja, die hatten es da vorrätig. Und weil es da auch runtergesetzt war, musste ich hier extra den Pin mir anschauen, dass da keine Pins verbogen sind und extra nochmal unterschreiben. Das heißt, wenn ich nämlich jetzt hier Mist baue und da sind Pins verbogen, nehmen die das Board nicht zurück. Mit allen anderen Fehlern kann ich natürlich dahin gehen. Garantie ist ja da drauf. Ja, so ist das Board. Wir können uns gerne nochmal hier die Anschlüsse, aber das hatte ich eigentlich alles schon erwähnt. Wie gesagt, da war hier der USB 3, haben wir hier an der Seite. Finde ich auch sehr schön, dass er ganz gerade ist einfach, weil ich habe es bei MSI schon gehabt, da wurde er von der Seite. Und da sage ich euch, wenn der Stecker nicht richtig hält, wenn der nach ein bisschen drückt oder so, ist mir das ganze Teil abgegangen. Ja, ist vielleicht dem einen oder anderen auch schon passiert. Kann hier nicht passieren, Stecker rein, fertig. Wenn er rausrutscht, rutscht er raus. Gut, ja. Bin mal gespannt. Ich lasse mich überraschen. Ja, das war das ASRock X99 Extreme 4. Viel Zubehör dabei, schöne Einleitungen, schönes Handbuch dabei, alle Anschlüsse, die man soweit braucht, dabei. Ja, und dann lassen wir uns mal überraschen, wenn es dann fertig ist und läuft. Ja, so. Ich hoffe, euch hat dieses Video auch gefallen. Mal so ein kleines Vorführeffekt zusammenbauen, tun wir den auch gemeinsam natürlich. Wie gesagt, machen wir das schon. Mit DDR4 bin ich noch nicht schlüssig. Ich werde erstmal den nehmen, den ich noch habe. Und zwar habe ich den Hyper Fury, das heißt 2133. Da habe ich 16 GB noch da. Und ob ich den dann lasse oder nehme, das gucke ich mal, weil beim Händler, der Junge hat mir gesagt, ich soll also, der hat mich abgeraten von 3000er oder 3,2er oder noch höher zu gehen, weil da hätte es schon einige Probleme gegeben. Also Bluescreens und so weiter. Und ja, wie gesagt, vielleicht bleibe ich bei dem 2133 oder ich werde aufrüsten auf 2800. Das weiß ich aber noch nicht, da bin ich noch nicht schlüssig. Aber wie gesagt, das war jetzt das ASRock X99. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, schaltet wieder ein.
Ja, ich weiß jetzt nicht, wo sie ausgegangen ist, die Kamera. Ich hoffe, ich müsste mal da wirklich nochmal Geld investieren, dass die nicht immer wieder ausgeht. Ja, gut, ich fange nochmal da an, wo ich gesagt habe, grafikmäßig weiß ich noch nicht, bin ich im Moment grafiklos. Ich habe zwar eine da, aber das ist nur für den Übergang jetzt. Und ja, ich habe jetzt zum Testen mal eine R9 390X da, aber da gefallen mir die Treiber nicht so. Also, puh, ich weiß nicht, einmal Nvidia, immer Nvidia. Ihr könnt ja mal eure Meinung da lassen, was ihr davon haltet, ja. Ne, wie gesagt, ich bin mir da noch nicht schlüssig, ich bin noch für alles offen, ja, obwohl ich ja auch nicht der Zockertyp bin und eigentlich keine so einen riesen Teil brauche und 1080 auf keinen Fall, ich gebe keine 800 Euro für eine Grafikkarte aus, nee, auf dem besten Willen nicht, da kaufe ich mir eher einen neuen Fernseher. Also wie gesagt, könnt ihr mal sagen, was ihr von den Treibern haltet oder überhaupt Nvidia oder AMD. Ja, würde mich mal interessieren. Genau, ja, können wir mal machen, so einen Aufruf. Ne? Und ja, hoffentlich hat es euch gefallen. Wenn ja, wie gesagt, lasst ein Abo da. Und ich sage einfach nur noch Tschüss zusammen.